Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Es kennt der Herr die Seinen. Hier spricht Andreas Funke aus Grünstadt. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Donnerstag in dieser kostbaren österlichen Freudenzeit. Das schönste Jubiläum ist dieses Jahr, nämlich 500 Jahre evangelisches, 500 Jahre Gemeindegesangbuch. 1524, also vor einem halben Jahrtausend, sind die ersten Gesangbücher erschienen. Nach evangelischer Lehre sind alle Menschen mit Gott vertrauen, sie sind alle Priesterinnen und Priester und dürfen darum im Gottesdienst handeln als liturgisches Fachpersonal und also singen. Und darum werden vor 500 Jahren die ersten Sammlungen mit deutschsprachigen Kirchenliedern gedruckt. Und für jede Woche des Kirchenjahres gibt es jetzt zwei Wochenlieder. Heute gebe ich uns einen Impuls vom Wochenlied Nummer 358, Es kennt der Herr die Seinen. Das ist ein Lied für die Woche nach dem Hirtensonntag, dem zweiten Sonntag nach Ostern. Christus ist unser Hirte, den wir als kluge Schafe hören und ihm folgen. Bei ihm sind wir gut aufgehoben. Und darum auch so, der Hirte kennt seine Schafe und Christus kennt uns, denn er ist unser Hirte. Es kennt der Herr die Seinen. Und woran Christus uns erkennt, das sagt der Liederdichter Philipp Spitta in seinem Lied in drei Strophen. Er kennet seine Scharen am Glauben, der nicht schaut, und doch dem Unsichtbaren, als sähe er ihn vertraut. Und weiter. Er kennt sie als die Seinen an ihrer Hoffnung Mut, die fröhlich auf dem einen, dass er der Herr ist, ruht. Und schließlich. Er kennt sie an der Liebe, die seiner Liebe Frucht. Christus erkennt uns also als sein Team, weil er bei uns etwas von sich selber wiederfindet, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind seine drei großen Geschenke. Er hat sie uns geschenkt und unser Leben wird durch diese drei Geschenke hell, fröhlich, sinnvoll und wertvoll. Was wären wir? Ohne Glaubensvertrauen? Ohne Hoffnungsstärke? Ohne Liebe? Wie arm wären wir ohne die drei dran? Was wären wir, wenn wir keine ChristInnen wären? Wenn wir nicht zu ihm gehören dürfen, wie traurig, wie armselig sähe es dann in uns aus. Nein, Gott sei Dank sind wir keine verlorenen Schafe, sondern geborgen in seiner Achtsamkeit, in seiner Fürsorge, Hirtengüte, Hirtentreue. Lasst uns mit der Schlussstrophe des Wochenliedes bitten, so hilf uns Herr zum Glauben und halt uns fest dabei. Lass nichts die Hoffnung rauben, die Liebe herzlich sei. Und wird der Tag erscheinen, da dich die Welt wird sehen, so lass uns als die Deinen zu deiner Rechten stehen. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.